Bei einem ungewöhnlich schweren Sommersturm ist in den Niederlanden eine Frau ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei in der Stadt Haarlem war ein Baum auf ihr Auto gestürzt. Angesichts von Windgeschwindigkeiten von bis zu 145 Stundenkilometern verhängte der niederländische Wetterdienst für weite Teile des Landes die höchste Warnstufe. Die Bürgerinnen und Bürger wurden aufgerufen, in ihren Häusern zu bleiben. Am Amsterdamer Flughafen Schiphol, einem der wichtigsten Drehkreuze in Europa, wurden rund 400 Flüge gestrichen. Die Bahnbetreiber des Landes stellten Verbindungen im Norden ein. Nördlich von Amsterdam wurde eine Autobahn wegen umgestürzter Bäume gesperrt. In der Hauptstadt selbst wurden mehrere Menschen durch umstürzende Bäume verletzt. Auch Autos und Hausboote auf den Kanälen der Stadt wurden beschädigt. Der Wetterdienst teilte mit, es handelte sich um den schwersten Sommersturm in der Geschichte der Niederlande. Üblicherweise treten solche Stürme im Land eher zwischen Oktober und April auf. Auch in Deutschland warnte der Deutsche Wetterdienst vor einem Sturmtief, vor allem im Norden des Landes.